Das schreckliche Lied von den Zensuren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zahlen, die Welt in Sand zermahlen, dessen Körner sich dann quälen, weil die Umwelt kann nur zählen. Mit zwei kann man gut, mit drei ganz gut leben. Mit eins gibt's Karriere und vier na soeben. Fünf ist zwar Pech oft, doch meist selbst verschuldet. Und sechs wird nicht mal mehr aus Mitleid geduldet. Zwei und eins, die legen fest, dass das Leben für den Rest im höheren leitenden Dienst floriert. Weil der Staat nichts so wie ein Zeugnis hofiert. Mit drei und vier bist du normal und hast auch nicht die Qual der Wahl. Bleib ich Individuum mit zwei oder eins, denn mit vier oder drei bist du keins. Mit fünf und sechs bist du passé und Hierarchien tun dir nicht weh. Mit fünf bekommst du Mitleidsposten, mit sechs wirst du zu Abfall rosten. Wer legt es fest, das Zahlensystem, und macht sich das Urteil damit so bequem? Wer wagt es, das Denken mit Zahl zu benennen und anderes Denken dabei nicht zu kennen? Wer als Lehrer, als Rat, als Rektor, Dozent, als Professor, Personalchef und Fachreferent Zensurzahlen liebt, hat nie nachgedacht. Ein guter Lehrer, die Zahlen verlacht. Deutsche Bildungskarriere. Als Wicht wird man mal eingeschult und lernt dann schulisch denken. Und während man in der Nase pult, dies Denken schulisch verrenken. Wer Spaß hat am Denken verrenken von Wichten, der wird sicher selbst einmal unterrichten. Je besser dies Denken verrenken klappt, desto besser wird Zeugnis der Reife. Die mittlere oder die ganze verkappt eines Tages das Lehrergekeife. Wen als staatlich und allgemein reif man erkennt, der immatrikuliert sich alsbald als Student. Legt man als Student ein besonderes Gewicht auf das Anlächeln des Dozenten, währenddessen dozieren und ein hübsches Gesicht bleibt's nicht nur beim Status des Studenten. Wer anlächelt den Dozenten, den macht dieser zum Assistenten. Als Assistent muss man das tun, was selten man hat studiert. Und während dadurch der Dozent kann ruhen, man selber promoviert. Wer Dozenten die Arbeit abnimmt, ist kein Tor, vielmehr wird er dadurch viel leichter Doktor. Als promovierter Assistent lohnt es sich jetzt zu bleiben und mit Minister und Dozent es möglichst freundlich zu treiben. Wer Wissenschaft wenig hasst, meist anerkennt,
der wird dann in Kürze Privatdozent. Privatdozenten lehren dann vorübergehend privat. Sie sehen sich die Planstellen an und vollbringen irgendeine große Tat. Wer einmal ein Privatdozent, der bleibt nicht lang privat. Der habilitiert dann schleunsamst sich und wird ein wissenschaftlicher Rat. Wer einmal geworden wissenschaftlicher Rat, der hat es nicht mehr schwer. Er wartet auf ein Ordinariat, das kommt von selbst daher. Wer sich professionell denken, verrenken, erkor, der wird unabänderlich Professor. Lehrerlehrgeld, oder? Bürgers Meinung, warum er auch findet, dass es jetzt genügend Lehrer gäbe. Was Hänschen nicht lernt, lernt der Hans nimmer mehr. Aber trotzdem brauchen wir so viel Lehrer nicht mehr. Die Klassen in den Schulen sind doch schon recht klein. Und was die Massenmedien in Millionen, das paukt man in 40 Kinder doch wohl rein. Dies bisschen Lärm in diesen Klassen, gesunde Kinder sind nun einmal laut. Und was heißt hier Aggressionen? Die haben wir früher doch auch abgebaut. Unsere Kinder sind heute doch nicht dümmer als wir. Und was heißt soziale Integrierung? Die machen wir zu Hause doch schon hier. Außerdem sind unsere Lehrer unverschämt hoch bezahlt. Im Vergleich zu ihrer Arbeit, in der man Kinder doch nur immer malt. Durch die Mühle des Paukens vom Schreiben und Lesen. Und diese Mühle ist doch immer schon dieselbe gewesen. Was Hänschen nicht lernt, lernt ein Hans nimmer mehr. Aber trotzdem brauchen wir so viel Lehrer nicht mehr. Unsere Kinder sind im Kindergarten schon befriedigend getrimmt, sodass ihre Fähigkeit, sich anzupassen, gesellschaftsrelevant schon stimmt. Sich anzupassen in der Gruppe, das ist erzieherisches Ziel. Individuen und Außenseiter, davon haben wir schon viel zu viel. Unsere Lehrer haben nur dafür zu sorgen in ihren Klassen, dass der Wissensstoff von heute auch wird morgen noch passen. Der Wissensstoff, der sei ungeheuer im Fluss. Na schön, der Lehrer sollte, der Lehrer dann muss eben mehr sich der technischen Medien bedienen und Schulfunk und Schulfernsehen anbieten ihnen. Überhaupt diese riesige Schulbücherflut, unseren Lehrern tut diese überhaupt gar nicht gut. Da steht ja alles drin, wie und wie lange man was macht. Unsere eigenen alten Lehrer haben doch noch viel mehr selber nachgedacht. Meinetwegen, unsere Lehrer haben heutzutage mehr zu tun, aber trotzdem können sie im Vergleich zu anderen mehr ruhen. Denn wenn ein Kind etwas nicht kann, dann zahle ich doch die Therapie. Ob bei Psychosen, ob bei Neurosen oder dieser Legasthenie. Unsere Lehrer stöhnen viel zu viel, dass unsere Kinder psychisch krank. Als Eltern müssen wir dies wissen, denn wir kennen die Kinder reichlich lang. Und was heißt psychische Belastung, der man als Lehrer täglich ausgesetzt? Als Nichtlehrer kann man nur lächeln, da man sein ganzes Leben rumgehetzt. Unsere Lehrer haben wir zu sehr und viel zu lange verwöhnt und uns an ihre Monopole und Privilegien gewöhnt. Drum tut uns allen gut, wenn wir endlich einmal unsere Lehrer einspannen in die normale Arbeitnehmerqual. Wann darf ich denn endlich in den Schuldienst hinein? Wann darf ich diese süßen kleinen und gesunden Kinderlein unterrichten und sie Kulturtechnik lehren? Wie lange wird es mit der Finanznot und dem Pillenknick noch währen?
Der öffentliche Dienst aus der Sicht des lebenslänglich Verbeamteten. Hihihi, ich bin im öffentlichen Dienst. Hihihi, und wenn du noch so schweigsam grinst und denkst, dass hier nur geredet wird, um des Redens willen und nicht der Sache wert, so sag ich dir, im Staatsdienst jedenfalls kann man mehr nur als reden. Hier lässt sich auch üben das beliebte Thema zerreden. Hier lässt sich reden um des Schwatzens willen. Hier lernt man mit Reden jede Tagesordnung killen. Hier lernt man mit Reden jede Tagesordnung killen. Im Dienst ich immer Zuhörer hab, wenn ich was sag, auch wenn ich nichts zu sagen hab. Nur hier beim Staat hab ich das Recht zu sagen alles, wenn's auch schlecht. Beim freien Markt, ja da würd ich gekündigt, wenn ich nicht fortbilde mich. Doch hier beim Staat ist das egal und man kann mich kreuzweis einmal. Denn Vater Staat zahlt auch Gehalt, wenn ich meinen Toilettendeckelradius beibehalt. Ganz egal, ob ich überflieger oder nur das tue, was die Pflicht. Meine Pflichten sind mir sehr viel lieber, denn nur für die hab ich Pension gekriegt. Denn im öffentlichen Dienst ist Treuepflicht, Aufsichtspflicht, Weisungspflicht, Dienstausübungspflicht, Mäßigung, Zurückhaltung. Bei allen öffentlichen Angelegenheiten Trumpf. Hahaha, ich bin im öffentlichen Dienst. Hahaha, und wenn du auch verächtlich grinst und meinst, dass das nicht attraktiv und finanziell sei's kleinster Mief, da sag ich dir, nur hier ist's egal, wie viel man macht und über Leistungsbedrückung man schallend lacht. Hier weiß man von der Beamtung schon an, was dich später auf dem Konto an Pension lacht dich an. Was dich später auf dem Konto an Pension lacht dich an. Wenn ich einmal die Grippe nehm, kann ich danach zum Kuren gehen und immerzu kommt das Gehalt und Beihilfe folgt ja also bald. Für Arzt und Kur und anderes mehr, auf meinem Schreibtisch liegt nichts quer, weil mein Vertreter schuftet sehr und hab ich keinen Bitte sehr. Denn Vater Staat sorgt gut für mich, dies schreibt ihm vor die Sorgepflicht. Ganz egal, ob ich klecker, ganz egal, ob du klotzt, ob ich arbeite genau nach Wecker oder du vor lauter Arbeit kotzt. Denn im öffentlichen Dienst gilt Strebern und den Schnurern ewig gleiche Sicherheit. Hehehe, ich bin im öffentlichen Dienst. Hehehe, und wenn du auch mitleidig grinst und meinst, dass dieser Dienst am Staat ermöglicht keine große Tat, da sag ich dir, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, was mir nirgends woanders die Menschen verzeihen. Hier bin ich Mensch, denn hier darf ich sein, was mir nirgends woanders die Menschen verzeihen. Hier darf ich sein, hier bin ich Wein. Denn wenn ich einmal nen Fehler macht, bin ich einmal falsch nachgedacht, wenn ich einmal was Falsches sag, wenn ich einmal jemand nicht mag und diesen aggressiv enthemmt, beschimpf und spucke auf sein Hemd, dann hab ich ja einen über mir, den einen, der das höhere Tier, der bekommt zwar mehr Gehalt, der betitelt sich besser, dafür kann er mich auch mit Gewalt nicht liefern ans Messer, denn
Im öffentlichen Dienst trägt immer nur der jeweils Höhere die Schuld. Denn im öffentlichen Dienst trägt immer nur der jeweils Höhere die Schuld. Das Lied von der Angst. Ich widme es allen Gruppen, Kollegien, Vorstandsgremien, Räten, Mitarbeiterstäben, Freundeskreisen, Verwandtschaften, Verbänden und Vereinen, also allen, innerhalb derer man in einer Gruppe ist. Angst bedrückt mich, wenn ich mal allein, denn ich hör immer, lern immer das Menschsein. Abhängt von menschlicher Kommunikation, und die fänd ich in anderen Gruppen schon. Also such ich eine Gruppe mir, funktioniere mein Gesicht um in ein Visier, damit die fremde Gruppe nicht registriert, dass ich ohne Gruppe und von der Gruppe völlig frustriert. Angst ist das, was ich dann habe, wenn ich mich in neue Gruppen wage, wird die Gruppe mich annehmen, nicht sich gegen mich auflehnen. Ängstlich passe ich mich an, gewöhne mich sehr mühsam dran, dass ich mit jedem anders sein, in jeder Gruppe fliege rein. Angst hab ich, wenn ich die Gruppe nicht führe, davor, dass ich mich in ihr verliere, dass ich verliere mein Gesicht und leben kann nicht meine Geschichte. Also macht man mich zum Führer, lobt mich hoch zum Gruppenrührer, der die Gruppe gut vertritt, der ohne seine Gruppe dieses Ehrenpferd nie ritt. Angst hab ich nun auch beim Führen, wird man mir nicht nachspionieren, außerhalb der Gruppe und innerhalb von ihr. Wäre jeder lieber anstelle von mir. Angst hab ich, wie lange das geht, dass die Gruppe zu mir steht, dass kein anderer Gruppenführer wird mein feindlicher Gegenaufrührer. Angst ist also zu verstehen als etwas, dem man nicht entgehen kann, außer dass man sich entzieht und per Mord an sich dies Leben flieht. Doch wenn ich mich so abgeblockt, nein, hätt ich nicht nur die Gruppe geschockt, nein, ums Leben hätt ich mich gebracht, indem man ab und zu trotz der Ängste lacht. Denn viele Angst macht mich betroffen. Doch vieles, was mich ängstet, war nicht eingetroffen. Und darüber dann, da freu ich mich, bis dass mich die nächste Angst anficht. Ich hab mich nun daran gewöhnt, das Leben heißt, dass oft man stöhnt über Angst vor Dingen, die dann nie entlocken dir den Dernier Krieg. Der Transvestitensong oder Bürgers Meinung über sexuelle Randgruppen. Man kann eine Frau sein oder ein Mann. Was anderes erkennt das Gesetz noch nicht an. Und zwischen Mann und Frau ist
es? Natürlich, natürlich. Woanders ist es natürlich, ganz klar wieder natürlich. Natürlich wieder natürlich ist's, wenn ein Mann mit nem Mann. Und richtig ist es nur, wenn eine Frau sich bietet an. Das Gesetz meint es anders, das Gesetz irrt sich eben. Unterm Manne liegt die Frau und alles andere liegt daneben. Schon weniger peinlich, wenn's die Frau mit der Frau, mit der Zärtlichkeit nehmen's die ja sowieso nicht so genau. Die Frauen sind von Natur aus viel herzlicher und warm und liegen einfach spontaner in jedermanns Arm. Ob bei der Freundin, bei Muttern, beim Onkel, beim Kind, ob die Frauen nun küssen, Händchen halten, sie sind ganz heimlich eben doch auf den Mann fixiert und fürs allerletzte Eigentliche für diesen programmiert. Homosexuelle und Lesbierinnen, das sind eben Kranke und deshalb muss man ihnen Straffreiheit lassen und Lebensraum geben. Aber sonst, unterm Manne liegt die Frau und alles andere liegt daneben. Das ist noch nicht alles. Ja, wieso? Warum nicht? Meinen diese widerliche Geschichte, in der sich diese Männer zu Frauen verwandeln und die Schönheit von Mann und Frau so entsetzlich verschandeln. Transvestiten, das sind Leute, die ihren Bart ganz vernichten, die chirurgisch für viel Geld auf den kleinen Unterschied verzichten. Das sind solche, die vor natürlichen Gelüsten lieber sich brüsten mit ihren Männerbrüsten. In London war ich im Pub, da tanzte so ein Callgirl wie bei uns die Nitribit. Die war natürlich schärfer als meine eigene Frau. Und erst viel später merkte ich, die Frau war ein Mann, die Sau. Was sagen Sie, tolerant soll ich sein? Das seien Randgruppen, Minoritäten. Wer ist denn das Schwein, ich oder die? Ich sagte es eben, unter Manne liegt die Frau und alles andere liegt daneben. Und die Moral von der Geschichte, lieber Bürger, vergiss eins nur nicht. Lesbierinnen und Homosexuelle, Transvestiten, Auto- und Bisexuelle, Ambisexuelle und sterilisierte Leute, die bilden nur noch jetzt die Minderheit. Dass Moses den Männern verbot, Frauenkleider zu tragen, war gut, aber passt nicht mehr in diese Zeit. Normalsexuelle sind bald Minderheit. Die Männer sind bald viel schöner als Frauen. Der Kampf der Geschlechter, der ist so abzubauen. Lasst außer Natur auch anderes gelten. Wir stürmen entgegen pansexuellen Welten. Pansexuell ist die Welt von morgen. Leut, regt euch ab und lasst eure Sorgen. Demnächst darf jeder neben jedem liegen. Wie schön wird die Welt, in der sich alle kriegen.
Und wenn ich hab demnächst ein Problem, wird dieses darin nur bestehen, dass ich selbst dann in Kürze bestaunt und beklatscht werd, betratscht werd, beraunt, weil ich selbst mit meinem Weib reaktionär im Bett tu dasselbe wie bisher. In Kürze werden Mann und Frau dasselbe sein, was uns mit heut'gen Randgruppen steht täglich rein. Als Mann und Frau werden wir in Kürze draußen bleiben und außerhalb der Gesellschaft es dann einsam treiben. Aristokratenschicksal, oder was man bei uns in der Gegend mit verschuldeten Rittergütern und Schlössern alles machen kann. Der lange, schöne Rüdiger ist ein letzter Stellvertreter, beeindruckend schön und stolz und arm, Profil nur außen, im Herz nur harm. Denn in der jetzigen Geschichte sind Aristokraten nur arme Wichte. Wo ist sie hin, Aristokratie? Verschwunden mit der Monarchie. Aber nein, auch wenn das blaue Blut nicht überall gleich viel Wunder tut, so wirkt es noch auf alte Weise und zwingt das Volk in alte Gleise. Denn in der jetzigen Geschichte sind Aristokraten letzte Gewichte der größten, stolzesten deutschen Zeiten. Heut können schon Prokuristen reiten. Der Rüdiger hat dies alles bedacht und überlegt, wie man das macht, dass man trotz des von und trotz verschuldetem Gut in Muße auf der ererbten Chaise ruht. Der Rüdiger leiht nochmal Geld auf Kredit, privat nimmt er mit der Mansarde vorlieb, zieht aus den Prachtgemächern hinaus und baut ein neues Gästehaus. Denn in der jetzigen Geschichte gibt es doch sehr viele Berichte, wie schön das Leben mit einem Wappen. In den Ferien kann man's mieten für wenige Lappen. Im Schlosshotel vom Rüdiger, da gibt's nur Wein, Sekt, doch kein Bier. Die Handelsspanne wär zu klein und unfein, das sieht jeder ein. Und beim Konzert im Ahnensaal mit anschließendem Abendmahl, da geht es jedem schließlich auf. Mit blauem Blut, da zahlst du drauf. Drum zahlt der deutsche Demokrat halb mitleidig, halb dankbar, denn er hat die Chancen jetzt adlig zu reiten, den Park erhoben zu durchschreiten, am Abend Nachtmusik zu hören und nobles Bewusstsein heraufzubeschwören. Hier bin ich edel, hier bin ich so, hier bin ich eigentlich endlich froh. Der brave Bürger zahlt für Ahnen, für Reiten, Speisen und für Kahnen auf historischem Gewässer, lauschigem Bach, und betet für Rüdiger zum lieben Gott. Macht, dass in der neueren Geschichte der Adel wieder Apanagen hat, denn beim Speisen im Saal bei Kerzenlichte, da zahle ich ja mehr, als der Ausgaben hat. Der Rüdiger, fragten sie eben nach ihm, der ist geflogen gestern nach Wien. Dort hat er noch ein Gut und noch mehr blaues Blut, dass er, solang es geht, so Geld zu machen versteht. Neue Musik.
was ist Musik doch schön? Oh nein, wie wunderschön lässt es sich da nach herrlich drehen. Was ist Musik doch schön? Oh nein, wie wunderschön lässt sich die Welt mit ihr ansehen. Doch sagt der neue Komponist, Musikspiegel der Zeit stets ist. Und weil die neue Zeit nun da, verbietet sich das Falala. Die Zeit heut kleckert nicht, sie klotzt, dass man vor Stress Angst, Hetze, kotzt. Und weil Musik ein Spiegel ist, hat dazu stellen sie diesen Mist. Darstellen nicht die Lust, denn Lust war bisher unsozial, nur aristokratisch klerikal und Obrigkeit in Kirche wie Welt, die kauften ihre Musik für Geld. Alte Musik war nicht für die Masse war nicht für die alte Musik. Und weil eine Masse sehr selten bei Kasse, schreibt der neue Komponist eben Umweltmusik. Und daher hört man in der Musik der Neuen die Sänger plötzlich irre schreien. Die Instrumente krächzen jetzt, bei Harmonien ist man entsetzt. Man schabt und kreischt, man zupft und stöhnt, man hat sich gänzlich dran gewöhnt. Im langen Kleid und ernst wie immer lauscht man ergriffen dem Gewimmer. War Musik so sozial? Ein jeder kann jetzt diese Qual für wenig Geld zu Haus genießen und braucht sich nicht wie einst verdrießen, dass die Musik für Oberschichten sich nie begab in Unterschichten. Geräuschmusik ist letzter Trumpf, man hört nicht einfach mehr so dumpf. Nein, vielmehr lauscht man wie noch nie neuer Musik als dernier Krieg. Auf Deutschlands elitären Bühnen braucht man jetzt nur genug zu stöhnen. Dafür sind 1000 Mark der Lohn, denn wer schafft diesen Schrei so schon? Oh, dieser Schrei voll Emotion, voll Spontanität, voll Aggression. Stellt er nicht diese Welt so hin, in ihrem eigentlichen Sinn? O schrei nochmal, es war so satt, die alte Musik, die war dagegen platt. O schrei nochmal voll Aggression, ha! Und jetzt nochmal voll Emotion, ha! Und jedes Mal der Künstler kassiert das Mehrfache von dem, was ihm für Mozart honoriert. Hier ist Musik, die jeder versteht, die jeden und alles gemeinsam erhebt. Von dieser Musik wird die Zukunft leben. Ich selbst werd mich bis dahin dann ins Jenseits begeben. Das war Musik doch schön, oh nein, wie wunderschön ließ es sich da nach herrlich drehen. Was war Musik doch schön, mein Gott, wie wunderschön ließ sich die alte Welt mit ihr ansehen.
was war Musik doch schön, die alte, die wunderschön. Anti-Lied. Warum muss ein Lied immer Aussagen treffen? Warum meist Geschichten erzählen? Warum immer kritisch, sozialkritisch, politisch, ideologisch engagiert, geistreich sein? Warum immer neu garantiert, völlig frei, original komponiert, textiert sein? Ich singe ein altes, ein völlig unernstes Lied, das mir nur Spaß machen soll. Ich singe ein altes, ein völlig unernstes Lied, das mir nur Spaß machen soll. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Und wenn Ihnen das nun tatsächlich zu wenig engagiert und ideologisch geistreich sein soll, kann man dafür nehmen? Kommunikation, 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 Kommunikation. Oder, wenn das zu wenig politische Einflüsse berücksichtigend ist, empfehle ich Ihnen Reformpolitik, 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 Reformpolitik. Und wenn das zu wenig die wirtschaftlichen Dinge berücksichtigt, dann Konjunkturprogramm, Konjunkturprogramm, Konjunkturprogramm. Ich bleibe bei Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Tomatensalat, 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 Tomatensalat,